Es ist Sommerpause. Fußballfreie Zeit. Langweilig. Aber hey, in der Hauptstadt gibt's was zu feiern. Die alte Dame hat Geburtstag. Wir gratulieren zu 125 Jahre Hertha BSC. Normalerweise geht's hier um die Hertha-Helden der Gegenwart. Aber dieses Mal war ich unterwegs und wollte wissen, wer ist der Hertha-Held der letzten 125 Jahre? Arne Friedrich. Marcelinho, ganz klar. Helmut Feder war zum Beispiel ein ganz wichtiger Mann für Hertha BSC. Gustav Eder, also die alten Leute, die hatte damals Hertha BSC nach oben gebracht haben. Marcelinho. Ete Bär. Er ist für mich so ein Symbol für die sehr guten Zeiten von Hertha. Arne Friedrich, der ist einfach das Gesicht der Hertha über viele Jahre gewesen. Ist ganz klar Hannes Robeck, ist unser Idol. Hannes Robeck ist Berlin. Michael Preetz, weil er früher einfach der beste Stürmer war. Marcelinho, ich würde sagen, weil ich auch mit ihm aufgewachsen bin, wo ich angefangen habe, Fußball zu gucken, war er so der erste Spieler, den ich ja gefeiert habe. Ihr habt's gehört, viele Namen sind gefallen. Marcelinho, Michael Preetz, Arne Friedrich. Wer ist dein Hertha-Held der letzten 125 Jahre? Sag es mir hier unter dem Video. Ein Held aus vergangenen Tagen. Hanne Sobeck, einer der prägendsten Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte und mein Hertha-Held der letzten 125 Jahre. Die Deutsche Bahn seit 11 Jahren stolzer Partner, in guten wie in schlechten Zeiten. Gratuliert zum Jubiläum mit. Hertha-Fans, die Sommerpause neigt sich dem Ende zu. Wir sehen uns pünktlich kurz vorm ersten Heimspiel wieder. Bis dahin, macht es gut.